Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2017,5, glaube ich. Wir sind kurz vor der Saison 2018 zusammen mit dem MG, dem Rufus, der Dosenbierdose, dem Schnicke, dem Fröschpreis und natürlich mir, dem Onkel Poppy mit dem Doppeldaumen. Guten Tag. Wir sind in Mexiko. Ich wollte die Reifen wechseln, statt das Set abzuladen. Ich hätte beinahe vergessen, den Sprit wieder runterzuziehen. Habt ihr auch alle eure Sombreros auf? Ja, unterm Helm. Ich in der Tat. Also wer jetzt mit Facecam spielt, der kann das bestätigen. Ja. Muss aber mit Photoshop und dann jeden einzelnen Frame. Ja. Jeden das einzelnen Frame sehen. Natürlich. Jede Bewegung dann mitgehen mit dem. Oh nein, ey. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du musst das so richtig schön billig machen, damit es so lustig aussieht. Oh, es geht mit After Effects relativ leicht. Alter, wie schnell die KI diesmal raus ist. Die sind immer so schnell kurz. Alter, ich hab drei von Rufus euch vor mir. Er bremst direkt. Ich nein, kann nicht vor bremsen. Mir. Alter. Die sind alle vor mir, hallo. Ich fahr direkt an Rufus vorbei. Ja, ich will ja nicht in der Masse hier fahren. Brauch an der KI vorbei. Nein, ich will... Mama! Platz an die KI. Alter! Mama, hinne! Was machst du? Warum bremst du denn? Hä, es ist eine Kurve. Erstens und zweitens will ich Platz lassen ja, zur KI. Wenn ich die Kurve mit 30 anfahre... Was war denn? Fahrschule. Leid, aber du kannst ja auch an mir vorbeifahren. Ich hab die extra weit genommen. Alter, wie langsam fährst du denn bitte? Ich brauch Platz! Kann ich mal rein. Was ist hier los? Du kannst auch an mir vorbei, wenn du willst. Mir egal. Fahr einfach vorbei. Meckern nicht. Ja, ich und dann gehen die Eisen. Tapas oder was essen sie? Wer ist Tapas? Ich will auch Tapas. Ja. Haben wir jetzt bei uns in Hildesheim tatsächlich so einen mexikanischen Laden. Oh. Mit Bringdienst. Mit Bringdienst und so. Ja, haben wir auch. Ja, das ist das Thema in Hildesheim. Sowas ist bei uns exotisch. Das hält sich vielleicht maximal 3 Jahre oder so weit. Und dann war es das gewesen. Dann siehst du die nächsten 70 Jahre sowas gar nicht mehr, weißt du? Hast du. 3 Jahre ist... Ich doch. Da hat man eh keinen Bock mehr auf das Zeug. Bei uns hält sich sowas ein halbes Jahr. Bei uns hat man Mexikaner so halb eröffnet, dann hatten die kein Geld mehr und dann ist das zu einer Wohnung umgebaut worden. Ja, aber ich denke, ich kann mir vorstellen... Mexikaner drin. Keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei euch relativ schnell wieder durchwechselt. Und dann ist wieder was Neues da. Bei uns dauert das immer 48 Jahre gefühlt. Jetzt übertreib mal nicht. Doch, das ist so. Hildesheim, ist das, was das betrifft, ist Hildesheim echt eingeschlafen. Muss man echt sagen. Da sind die sowas von langsam hinterher. Oh, der Palmer wird's wissen, ne? Oh, die sind genau hinter mir. Ups. Hast du die zweite Schnelle zunichte, oder wie? Ne, ich fange jetzt gerade erst an. Und wieder ist Ruhe. Kimi schlägt keinen, oder was? Er schlägt keiner. Oh! Was macht ihr da? Mit der Nase zerlegen. Ach, das nicht. Ich habe voll die Kurve verpasst. Weil die Sonne so komisch stand. Steht da? Da ist aber Halteverbot. Ja, ich bin Halteverbot. Bin ja auch schon am Drehen. Abdrehen oder was? Ja, eher am Durchdrehen. Alter, das war einfach nur Bullshit, was ich da gerade gemacht habe. Ja, manchmal hat man das. Oh, Rufus übertreibt wieder, gell? Mann! Das ist nur eine 1,18,6, Leute. Ja. Es ist ja. Nichts. Rufus übertreibt wieder, gell? Ja, die Runde hat überhaupt nichts zusammengepasst. Super Idee. Aber wenigstens eine Zeit gefahren. Leute, schieb mich rein. Schneller. Pack mir eine neue Nase dran. Ich bin ja froh, dass der Reifen nicht ab ist. Ich musste bei den S's auch ganz schön kräftig kämpfen, dass ich da heil durchkomme. Dann habe ich deine Teile gesehen danach. Da habe ich mir schon gedacht, aha. Ich bin halt zu weit rausgekommen. Ja. Man muss auch sagen, in Mexiko ist die Luft sehr dünn, weil Mexiko liegt ja sehr hoch, ne? Und dementsprechend könnte es daran liegen, dass ich mir einen zurechtfahre wie Oscar.
Erstmal eine Zeit sichern, ne? Die besser ist als Rufus Tag. So, ich hoffe, dass sie mir eine Nase rangepackt haben. Schläge stark. Nee, scheiße. Irgendwie total verkackt. Und jetzt mein Benzin an. Geil, viel Spaß beim Zurückfahren. Genau hinter der Zielgeraden. Ende. Ach so, wenn ich merke. Warst du denn die Runde dann noch zu Ende? Du warst doch eh danach nochmal in der Box, oder nicht? Nee, der ist durchgefahren. Warst du am Anfang nicht in der Box? Nee. Noch Rufus am Anfang? Wir sind noch keine Zeit gefahren. Ja, jeder ist eine Zeit gefahren. Aber ich bin nur 19. Ja, zwei Bots glaube ich noch nicht. Die standen noch drin. Der Toro Rosso hinter mir wird auch zeitgleich reingeschoben. Hallo. Ah, zumindest habe ich Platz. Leute, hab dich doch durchgelassen und bin die ganze Zeit hinter dir hergefahren. Ja, ich hab's schon gesehen. Spannung. Boxenstopp. Willst du das ich wirklich? Ich will mit 89 mal langfahren, das macht Spaß. Wer kommt denn hinter mir? Ich. Mit 80 in die Boxen. Wer ist denn da gerade rausgefahren? KI. Ich bleibe außen. Ja, ja. Das ist so kein schön. Ding, danke. Warte mal, das kenne ich doch von irgendwo her, ne? Das mit ich bleibe außen. Nee, da hab ich gesagt, geh weg. Achso, Österreich, ne? Kiesbett hier. Danke. Ein Kiesbett gefunden hier. Boxenstopp. Wie lange ist denn noch? Bei den ersten. Sind noch 5 Minuten. 15, ich dachte schon. Irgendwas läuft verkehrt bei 15 Minuten. Brandon Hartley und Stoffel van Dorn. Wenn wir eh nur gefühlt 10 Minuten haben immer. Also ich habe jetzt hier eine gute Zeit, plus 54 Sekunden. Schaffst du es noch rein, Schnicker, oder? Oh, jetzt eine ungültige Rundenzeit. Ganz toll. Diese und nächste Runde. Diese und nächste Runde. Schade. Alter, GG. So, ich habe gemacht Dings, ne? Nicht rausfahren, sondern Startziel. Natürlich, das geht auch. Also Schnicker hat die Sektor 1 Bestzeit. Danach Fresh, Fresh. Fresh, fresh? Ja. Also Sektor 2 fresh. Freshen? Nein, er wollte mein Lied singen. Fresh, fresh. Nein, wenn du. Was? 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 Hä? Ja. Theoretisch, ja. Ah, ja, 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 theoretisch. Du musst nur direkt raus, 4 Minuten. Ach, nicht direkt. Du kannst so letzten 2,5 Minuten raus. Direkt raus. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 19,6. Die Sonne steht gerade ein bisschen kacke hier. Ja, eben. Deswegen habe ich mich in der einen Kurve, in der zweiten oder nach der zweiten DRS-Kurve, Zone, die Linkskurve, da habe ich mich voll verbremst. Gute Zeit, aber da fehlt dir der zweite Sektor. Da bist du ja. Ja. 15. Ja, ja. Hinter Fresh, aber insgesamt 1/10. Deiner Tipp, MG, zweiter Sektor einfach geradeaus. Geht schon. Muss nur einmal kurz auf die Bremse, damit du nicht die Strafe kriegst. Mhm. So, schaffe ich es noch in die Box, neue Reifen aufziehen und nein. Noch, Nein. Das wird knapp, das schaffst du nicht. Klar schaffst du das. Also da musst du jetzt Vollgas geben. Aber du verarschen dich nur. Und geradeaus fahren in der Schikane. Ja, also da musst du, ja wirklich, da musst du den letzten Sektor, also die musst du komplett geradeaus fahren. Okay. Also in der Arena darfst du nicht die Kurven mitfahren, sondern... Instant durch die Mitte. Ich bin jetzt raus, auch. Wer ist da jetzt auch raus? Dose, ne? Ja. Cool, ich bin Ghost. Läuft bei dir? Ich auch. Nachricht von Sam. Jetzt nicht mehr. Alter, steht die Sonne hier kacke. Oh, MG. Boah, das ist natürlich heftig. Wieso? Deswegen hat er gefragt, ob wir noch machen. MG. Ah, ich hab mir dann gedacht, ja komm. Schaust dir die Zeit an bis zum Infield und dann. Oh, scheiße. Ich glaube, geschafft hätte ich es nicht mehr. Ja, ist richtig. Immer die Zufahrt auf die Start-Ziel gerade.
Total verkackt. Jetzt kommen die Bots raus. Geil. Ach du Kacke, super Idee. Ja, du hast nur meinen Teamkollegen vor dir. Aber der reicht schon. Ja, das stimmt jetzt eigentlich. Jetzt ist die Frage. Oh, siehst du, Runde schon in schon versaut, ey. Diese Pisser. Die Frage ist, ob du mit deinem Sprit auf Platz 1 bleibst. Ach, ich fahr gern in Fresh. Alter, ich hab so ein krasses Untersteuern. Oh, hier vorne sind direkt vor mir die Bots, alle langsam. Ich kann keine schneller mehr fahren. Ich konnte sie gerade so überholen. Komplette aber hab dadurch gleich in der ersten Kurve schon 0,7 Rückstand. Ja, Reifen sind auch noch ordentlich beisammen. Aber okay, fahren wir eben zwei Aufwärmrunden, passt. Ja, oh Fresh. Ich bin's nicht. Ich bin an denen komplett vorbei. Also nicht komplett, aber an denen. Ja, halt. Aber eine schnelle fährst du jetzt nicht mehr. Ist bei mir genauso, 1,2 hat mich das gekostet. Will jetzt nur möglichst schnell in die Box. Mehr will ich gar nicht mehr. Oh, gelb nochmal. Warte auf Infos eigentlich. Boxenstoff. Da kommt nichts. Und. Autsch. Habe ich neuerdings die Pulse oder was am Start? Ja, kannst du gern haben. Wie beim letzten Rennen, ne? Start-Ziel-Sieg. Ja, hast du auch nur gewonnen, mehr oder weniger, weil es mir, weil mir die KI die Nase zerdeppert hat. So ein Mist. Ne? KI wird wieder heftig gut starten. Alonso, ne? Vom Vier wahrscheinlich, oder? So jetzt durchs Ziel fahren, Leute. Alonso ist momentan. Siebter, ja. Okay. Boah, wir haben ihn also alle überholt. Oh, Jungs. Genug Knautschzone zwischen. Ich hab Poppy fährt noch eine Schnelle. Alter, läuft bei dir. Poppy fährt noch eine Schnelle. Oder auch nicht. Ja, echt? Wird nix. Na doch, vor Schnigge noch. Vierter. Ja. Vorher war er Sechster, oder? Ja, im Stadion. Das Stadion ist nicht meins. Ohne Witz. Im Stadion verkacke ich es immer wieder. Dose schon wieder auf Super. 1,4. Ich hab's befürchtet. Dose wird's wissen, ne? Ja, ja. Ein Stopper wieder. Nicht schlecht, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Morgen, nee, übermorgen geht's weiter im Rennen von Mexiko. Würden wir uns freuen, euch da wiederzusehen. Drückt mir die Daumen, dass die anderen sich alle da zerschießen, dann habe ich das große Problem. Und bis übermorgen. Ciao. Ciao. Ciao.